klarer Favorit ist, weil der Lucian nicht so der gute Abwehrkiller ist. Und er wird natürlich alles geben, wie ich ihn kenne. Der wird ihn ein bisschen anheizen, den Ho, aber im Endeffekt wird der Ho schon gewinnen. Dankeschön, Sultan Feyakonat. Und damit zum nächsten Spiel des Tages. Hu Jingchao spielt also gegen Lucian Blaschik. Und Roland Hönig und Karl Gindrak kommentieren. Ja, also sehr viel Mut macht er da seinem Kollegen nicht, Lucian Blaschik. Also er sagt, im Endeffekt wird Hu Jingchao gewinnen. Keine aufbauenden Worte für den eigenen Teamkollegen, aber gut, er hat es ja nicht gehört. Lucian Blaschik. 32 Jahre ist er alt. Der kleine Mann aus Polen, der gegen Werner Schlager bereits nicht gut ausgesehen hat, muss man sagen, hat 3:0 verloren. Und will jetzt natürlich noch einen Sieg feiern, will hier gegen den SV Niederösterreich den ersten Sieg feiern. Gegen diesen Mann ist es natürlich schwierig, obwohl auch er heute bereits eine Niederlage kassiert hat. Hu Jingchao gegen Jan Yuk hat damit 2:3 verloren. Also, es stehen jetzt die beiden Verlierer an der Platte des heutigen Abends. Hu Jingchao und Lucian Blaschik. Hu Jingchao ist beim SVS fix angemeldet, spielt bei keinem anderen Verein, ist allerdings nur in der Champions League im Einsatz. Sonst wäre er doch ein bisschen zu teuer, der Mann aus China. Ist derzeit die Nummer 10 der Welt, wir haben es gesehen vorhin. Aber da ist sicherlich noch einiges möglich. Also der 26-Jährige ist noch lange nicht am Ende der Ziele angelangt. Er ist auch sicher nicht am Zenit. Liu Guoliang, der Cheftrainer von China, Werner und ich haben mit ihm gesprochen. Er ist sehr begeistert vom Spielsystem von Hu Jingchao, aber er hat eben so, er ist noch nicht konstant genug für ihn, um ihn fix eben ins Nationalteam zu nehmen. Er spielt unglaubliches Tischtennis und dann wieder so leichte Fehler, die Konstanz muss er einmal bekommen, und dann hat er sicher alle Freiheiten bei Liu Guoliang. Nicht alle, aber einige. Und wir haben auch unseren Rechenstift zur Hand genommen, der Karl und ich. Und sollte Hu Jingchao einen Satz gewinnen, dann wäre der SVS Niederösterreich dank des besseren Punkteverhältnisses im Halbfinale. Und das wird doch zu schaffen sein, oder? Ja, die Zeichen stehen gut. 3:1 für Hu Jingchao. 4:1 bereits. Also auf dem Weg ins Halbfinale trennen die Niederösterreicher nur noch. Jetzt sind es 6 Punkte. Und dann ist die Suppe gegessen. Aber dennoch, es ist ein schwieriges Unterfangen. Also, aber auch Werner Schlager hat es vor dem Spiel gemeint und hat gewarnt. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und er hatte recht. Das 3:0 von Werner war ganz, ganz wichtig. Vom Satzverhältnis her, wenn es jetzt eben 2:1 für Grenzer, und mit den Sätzen schaut es bei uns gut aus. Aber ich bin zuversichtlich, dass Hu dieses Match gewinnt, und dann sind wir ohne Rechenstift weiter im Halbfinale, so ist es. Erneut die Netzkante, zweiter Ball jetzt in Folge, der dritte schon. Also das Glück ist jetzt auf der Seite von Hu Jingchao. Lucian Blaschik nimmt es mit Schmunzeln dahin. Die
diagonal gespielt, die Vorhand zum 9:4. Und ich denke, dass wir von Ho Ying Chao noch einige Busterstücke sehen werden in diesem Match. Er ist ziemlich locker. Er spielt, jetzt lockerer als zu Beginn, als gegen Chang Yu. Ich glaube, das wirkt nicht nur so. Als hätte er jetzt nichts mehr zu verlieren. Er weiß, dass wir im Semifinale sind. Gewartet mit dem Sint, denn das war der Ball zum 1:0 in Sätzen und zum Tor ins Halbfinale. Also die Tür ist jetzt geöffnet. Der SV Niederösterreich steht damit im Halbfinale. Man sieht es in den Gesichtern der Spieler. Also die Erleichterung ist ihnen anzusehen. Da werden wir jetzt nicht viel verstehen, wenn sich die zwei unterhalten. Es ist. Du kannst kein Chinesisch, das gibt's nicht. Naja. Also die Pflicht ist erfüllt. Der SV Niederösterreich hat die Pflicht erfüllt. Jetzt folgt eigentlich nur noch die Kür. Auf alle Fälle, wenn es 2:2 steht, wenn Ho Ying Chao gewinnt, sehen wir auch noch eine fünfte Partie. Und die würde ja dann lauten, Werner Schlager gegen Chang Yuk. Also ich bin überzeugt, dass wir das Match hier zu Hause gewinnen wollen. Und falls Ho, was ich annehme, das Match gewinnen wird, wird Werner sicher hochmotiviert in das Match gehen. Das wollte ich gerade sagen. Wenn man weiß, man ist weiter, kann man sich dann noch einmal so motivieren, wenn man weiß, es geht ja praktisch um nichts mehr? Es ist schwer, es kommt wirklich auf die Tagesverfassung an, ob man da sich wirklich drüber quält oder nicht. Aber wenn es gut läuft, wenn man Spaß hat quasi am Spiel, dann probiert man sicher alles. Wenn es nicht so gut läuft und man weiß, man ist weiter, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, dass man da in den sauren Apfel beißt und sich da quält. Jetzt war eine witzige Situation. Der Schiedsrichter hat das Netz abgemessen, ob die Netzhöhe auch passt. Da hat sich Lucian Blaschik anscheinend aufgeregt und hat gemeint, das Netz ist möglicherweise zu hoch gespannt, denn Hu Yingqiao hatte ja vorhin 3 Netzbälle in Serie. Also hat er den Schiedsrichter nicht ganz vertraut, dieser Lucian Blaschik. Steht doch sehr weit hinten. Zu weit. Ciao. Zu weit. Er ist noch wahrscheinlich gewohnt, die schnell vorn zu spielen von Chang Yuk, wo er doch wirklich ein bisschen weiter hinten sein musste. Plötzlich ein 0:4 Rückstand. ...2007 soll ja das Jahr des erhofften und ganz großen Erfolges für den SVS Niederösterreich werden. Und die Zeichen stehen schlecht. Man steht im Halbfinale. Hat bis jetzt also die großen Erwartungen, die in die Mannschaft gesetzt wurden, voll und ganz erfüllt. Auch wenn Ho Ying Chao jetzt mit 5:1 im zweiten Satz gegen Blaschik im Rückstand ist... Im Halbfinale wird dann wieder die Nummer 3 der Welt, Wang Hao, zum Einsatz kommen. Da wird Ho Ying Chao da nicht mehr spielen. Stimmt das? Ich bin nicht am letzten Stand, ich weiß es nicht. Aber wenn Wang Hao kommt, ist natürlich noch eine Spur stärker als Ho Ying Chao. Thank you.
Der Rückhand ins Aus. 7:3 jetzt, die Führung für Blaschik. Der wirkt noch immer voll konzentriert und wild entschlossen, diese Partie zu gewinnen. Weltklasse-Ball von Hojung Chao. Ganz flache Verteidigung und dann der Backhand-Abschlag. Perfekt. Sieht so locker und so leicht aus. Kunstball. Vom Feinsten. Er hat unterm Tisch die Schnittvariante gewählt. Und hier dieser Ball. Nicht zu sehen, nicht zu lesen von Blaschik und er hat dann eben in die Luft. Sieht eigentlich stümperhaft aus, ist ein stümperhafter Fehler, aber hat er keine Chance gehabt, diesen Ball annähernd zurückzuschlagen. Tolle Vorhandbälle waren das jetzt. Durchgezogen mit Topspin, also Weltklasse, einfach nur zu sagen. 7:6 jetzt für Blaschik. Der Ausgleich zum 7:7. Sieht alles sehr leicht aus, was Ho hier macht. Dahinter steckt aber jahrelange und harte Arbeit. Ja. Zu hoch verteidigt jetzt. Die Folge ist der Diagonalvorhand Kracher von Lucien Blaschik. Ho spielt mir einen Tick zu locker das ganze Spiel jetzt. Von 3:7 auf 9:8. Lucien Blaschik, der am 28. Dezember seinen Geburtstag gefeiert hat. Bei diesem Vorhand-Longline-Ball ja, nicht wirklich die Chance hat. 10:9. Satzball Hojing Chao. Und er macht das 2:0. Naja, das Glück ist auf alle Fälle auf der Seite der Niederösterreicher, denn Netzkante und ins Out. Das war jetzt doch häufig der Fall. Er führt 2:0 in Sätzen. Zuschauer in Wolkersdorf sehen Tischtennis vom Feinsten, sehen Weltklasse Tischtennis. Vielleicht auch noch wichtig ist, Hojing Chao hat nämlich außer gegen Timo Boll, gegen den Deutschen, noch gegen keinen Europäer verloren. Er hat noch nicht so viele Einsätze gehabt, um die Möglichkeit eben zu verlieren. Aber die drei Turniere, die er gespielt hat, eben in Europa, war schon eine sehr gute Bilanz, die er da gespielt hat. Das stimmt. Und er ist auch im letzten halben Jahr von August 2006 bis jetzt von der Weltrangliste um, glaube ich, 60 oder 70 Plätze geklettert. Er ist im Herbst zum SVS gekommen und da war er die Nummer 67 in der Welt. Also da sieht man schon, welch Potenzial in diesem jungen Mann steckt, der noch sehr, sehr viel vor sich hat.
Ein bisschen zu viel des Guten der Vorhand-Topspin. Es ist unglaublich, wie dieser Lucian Blaschik an der Platte klebt. Das hat man jetzt gut gesehen bei diesem Vorhand-Bail. Nimmt den Ball sehr, sehr früh. Das ist ein starker Diagonalball mit der Vorhand von Hu Jintao. Er verkürzt auf 1:2. Weltklasse gespielt von Ho. Gegen Topspin. Auf Vorverkauf quasi antizipiert, umgestellt sehr früh und dann mit einer perfekten Bewegung den Vorhand-Topspin gespielt. Long Line. Und vom 0:2 auf 3:2. Lucian Blaschik heute hier in Wolkersdorf noch keinen einzigen Satz gewonnen. Also da würde mit einem wirklichen Debakel nach Hause fahren. Obwohl, es ist keine Schande, gegen Werner Schlager und Hu Jintao zu verlieren. Aber ein Mann in seiner Klasse hätte sich wahrscheinlich mehr ausgerechnet gegen beide, nehme ich an. Sicher, aber wie du schon gesagt hast, gegen Werner Schlager oder Hu Jintao ist es wirklich keine Schande zu verlieren. Nur halt zweimal 3-0. Ist bitter. Eventuell ist bitter. Noch ist ja dieser Satz nicht zu Ende. Also er hat noch die Chance auf einen Satzgewinn. 3:4 aus der Sicht von Blaschik. 3:5, wieder die Vorhand. Macht das nur den Eindruck oder spielt er jetzt auch besser, dieser Hu Jintao, als in der Partie gegen Chan Yuk? Er ist viel lockerer und probiert das eine oder andere. Aber er ist teilweise für mich zu locker. Auch das kann sein. Solange es nicht die Konzentration stört, solange er damit erfolgreich ist, ist es okay. 6:3. Timeout. Last check. Hu Jintao, wir haben es heute schon mehrmals angesprochen, sein Geheimnis ist die Rückhand. Man sieht bei ihm so gut wie keinen Schnitt, also kein anderer Spieler dieser Welt hat eine derartige Variation auf der Rückhand. Er spielt kurz in Oppen und kann damit verteidigen, also das ist wirklich sensationell. 7:3, genießen wir noch. Ich sage mal, die letzten Bälle des heutigen Tages von Hu Jintao. Sehr viel Schnitt in der Rückhandverteidigung. Obwohl sie hoch war, hat Lucian Blaschik Netz out. Jetzt hat er aufgegeben schon. 10:5, 5 Matchbälle und ich wollte jetzt sagen, das war's, aber noch nicht. Zu früh, gefreut.
10:6, aber die Partie ist gelaufen, das kann man jetzt schon sagen. Ho Ying Chao wird diese Partie gewinnen. Und so ist es auch. Recht habe ich gehabt, Gott sei Dank. Soltan Fejer-Konrad, der Teamkollege von Lucian Blaschik, hat schon im Interview vorhin gesagt, dass Ho Ying Chao als Sieger von der Platte gehen wird. Und er hatte recht. Der Verteidigungsminister freut sich. Ho Ying Chao macht es wieder gut. Die Niederlage im Auftaktspiel, jetzt der glatte 3:0-Sieg gegen Lucian Blaschik. Es steht 2:2 zwischen dem SVS Niederösterreich und zwischen Grenzau. Das Ergebnis eigentlich ganz glatt. 11:5, 11:9 und 11:7. Also da hat er nichts anbrennen lassen, lässt Lucian Blaschik nicht den Funken einer Chance. Man hat seine Klasse gesehen, er hat seine Klasse aufblitzen lassen. Auch wenn er, wie gesagt, zu Beginn nicht ganz gut gespielt hat. Aber es gibt jetzt das nächste Interview bei Rudi Aschauer. Ja, Daniel Habeson ist die große junge Hoffnung des SVS Niederösterreich. Was kann denn ein junger Mann wie Sie von einem Klassemann, von einem Könner wie Ho Ying Chao lernen, wenn er da zuschaut und mitfiebert? Naja, also es ist natürlich ein ganz anderes Spielsystem, was er hat. Er ist Defensivspieler, ich bin Offensivspieler. Aber man kann natürlich, wenn man mit ihm trainiert und so, viel lernen, einfach aus taktischen Spielzügen. Aber wie gesagt, es ist eben ein ganz anderes Spielsystem. Ja, der SVS Niederösterreich steht also jetzt, das ist fix, im Halbfinale, aber damit haben Sie wahrscheinlich ja sowieso gerechnet. Ja, naja, nach dem 3:1-Sieg auswärts haben wir mehr oder weniger damit gerechnet. Aber ich meine, Tischtennis ist ein Sport, da kann alles passieren und wir haben natürlich, wollen wir das Match hier auch gewinnen, es ist klar, obwohl wir schon weiter sind, einfach dem Publikum zuliebe spielen sie 100%, damit wir das Spiel einfach gewinnen. Werner Schlager befindet sich heute in großartiger Verfassung, das hat er in seinem ersten Match gezeigt. Er setzt jetzt den Schlusspunkt sozusagen, und zwar gegen Chang Yuk, den Hongkong-Chinesen. Darf man sich von ihm wieder eine Demonstration erwarten? Ja, weiß ich nicht, lassen wir uns überraschen. Ich meine, es kann leicht sein, dass er vielleicht ein paar Showbälle spielt, weil es schon egal ist. Aber ich denke mir, dass Werner, dass es normales Match nimmt und doch 100% spielen wird. Dankeschön, Daniel Habeson. Also der Schlusspunkt heißt Werner Schlager gegen Chang Yuk und wieder zu Roland Hönig. Danke, Rudi Aschauer. Ja, Daniel Habeson, das Talent eigentlich beim SVS Niederösterreich. Wie schwierig ist es für ihn eigentlich, heute zusehen zu müssen? Also er kommt nicht zum Einsatz. Er hat bereits 7 Champions League-Partien gespielt. Bisher in seiner noch so jungen Karriere, aber gegen so eine Konkurrenz, gegen die Nummer 9 der Welt, gegen die Nummer 10 der Welt, gegen die Nummer 12 der Welt, wenn Wang Hao da ist, gegen die Nummer 3 der Welt, da hat er natürlich keinen Meter, wie man schon so schön sagt. Karl, wie schwierig ist es, so einen jungen Burschen hier zuschauen zu müssen? Ja, es ist sicher nicht leicht für ihn. Ich meine, wir haben ihm voriges Jahr aufgrund Verletzung von Konstantin Lengerow eben schon die Chance gegeben, regelmäßig in der Champions League zu spielen, wirklich gegen die Größten der Größen, der Großen, und er hat auch sehr, sehr erfolgreich gespielt, und da hat man eben seine Talentprobe abgegeben, und jeder hat gesehen, dass er sehr, sehr gut spielen kann und gegen sehr gute Leute gewinnen kann. Aber ich glaube, es ist nicht nur demotivierend für ihn, wenn er hier sitzt auf der Ersatzbank, wo ein Weltmeister die Nummer 9 der Welt, 10 der Welt und 12 der Welt in seinem Team ist. Ich glaube, das ist Motivation genug, um auch wenn er nicht spielt. Und er wird sicher seine Chance bekommen, das weiß er. Das haben wir ihm auch gesagt. Er muss eben jetzt einmal seine Leistung in der Superliga bringen, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt. Und wir bauen ihn eben auf für die Champions League in den nächsten Jahren. Stichwort Motivation. Ich bin gespannt, ob sich Werner Schlager noch einmal so richtig motivieren kann gegen Chang Yuk. Die beiden haben einmal gegeneinander gespielt. Und da hat Werner Schlager gewonnen bei den Korea Open 2002. Hat Schlager 4:1 gewonnen.
Mal schauen, ob er im direkten Duell auf 2:0 steht. Der Auftakt beginnt nicht wirklich vielversprechend. 0:5 gleich der Rückstand. Kann man bei 0:5 eigentlich einen Satz schon abschreiben? Nein, kann man nicht. Also es ist alles möglich. Aber Werner schaut mal sehr, sehr entspannt aus, sage ich jetzt einmal. Und wenn man jetzt die Körpersprache sieht gegen Plastik oder jetzt? 101. Richtig. Der erste Punkt in diesem Satz für Werner Schlager, 1:6. Aber ich denke, dass das Publikum ihn anders spielen sehen will und ihn motivieren wird, hoffe ich, dass er nicht das Match so einfach herrscht. Aber schauen wir mal, was passiert. Schlager hat 7-mal in dieser Champions League-Saison gespielt, war im Einsatz beim SV Niederösterreich seine Bilanz. Also wenn man heute dazu rechnet, hat er 8-mal gespielt, jetzt das 9. Mal. 6 Siege und 2 Niederlagen. Auch hier haben wir seine ewige Bilanz recherchiert und die ist eigentlich eher schlecht. 56 Erfolge und 41 Niederlagen. Das ist nicht wirklich berauschend. Aber wenn man ihn braucht, dann ist er da. Zu der Bilanz möchte ich noch kurz was sagen. Der Werner ist eigentlich ein typischer Turnierspieler. Er spielt von Runde zu Runde wieder besser und spielt sich eben auf die Umgebung ein. Und das hat er eben bei der Champions League leider nicht. Da kommt man zum Tisch und muss gleich quasi das Finale spielen, was er bei einem Turnier spielen würde. Und der Werner braucht ein bisschen, bis er immer in Fahrt kommt und das ist sehr, sehr schwer bei einer Champions League eben, wo es wirklich gleich von 0 auf 100 geht. Und es gibt ein paar Spieler, die sind eher gleich wirklich 100% da und wieder so wie der Werner eben, die ein bisschen brauchen. Ja, Satz Nummer 1 gibt verloren. Also er ist eher ein Turnierspieler, steigert sich von Runde zu Runde, das hast du gemeint. Genau, ja. Aber zum Glück gegen Lucian Plastic hat er phänomenal gut gespielt. Das war ja eine ganz, ganz wichtige findet ja im Mai in Zagreb statt, dass er da wieder ein Thema sein wird. Welche Meinung bist du, Kai? Ja, abschreiben kann man, kann immer mit ihm rechnen. Das ist ganz unberechenbar, ist der Werner. Und wenn wirklich die Formkurve passt und er das gut, das Training im Vorfeld eben absolvieren kann, ohne irgendwelche Wehwehchen und durchtrainieren kann, ist er auf jeden Fall ganz, ganz gefährlich und auf jeden Fall natürlich nicht für den Favoriten. Zum erweiterten Favoritenkreis würde ich ihn auf jeden Fall zählen. Aber für ihn ist sicher ganz wichtig heuer die Europameisterschaft in Belgrad. Mannschaft und Einzel.
diesen Titel hat er noch nicht. Und die würden ihn sicher sehr, sehr freuen, wenn er die gewinnen könnte. Einen davon zumindest. Also ein spannendes und aufregendes Tischtennisjahr 2007, das uns da noch bevorsteht. Hoffentlich mit österreichischen Erfolgen. 3:1 jetzt in Satz 2-4. Werner Schlager. Weltklasse Rückhand. Can Yuk, der mit wahnsinnig viel Risiko spielt und nach einem guten Service gleich über den ersten Ball drüber geht. So in Kürze zusammengefasst ist seine Spielanlage. Tolle Rallye, toller Ballwechsel, aber dann der Abschluss ein bisschen zu lang. Das ist das 4:4. Der Rainer spielt sehr, sehr gut. Er kommt ein bisschen vorher, überlegt sich wirklich, ob er das Spiel abgeben soll oder nicht. Und er spielt aber so gut, dass er, so kommt es mir vor, von außen eben, dass er jetzt mit sich selber nicht im Reinen ist. Soll ich jetzt voll kämpfen und mir die Partie eben anschauen, ob ich es gewinne oder nicht? Aber auf jeden Fall möchte er das Match, denke ich, gewinnen. Und schauen wir, wie weit ihm der Can Yuk dabei hilft oder nicht. Ein ganzes Körpergewicht wirft er in diesen Vorhandball. Er spielt sich somit eine 6:5 Führung. Hoher Aufwurf beim Service, 7:5. Und Service mit Erfolg. Er trägt stets ein Lächeln im Gesicht, also man sieht es ihm wirklich an, es macht ihm derzeit einfach Spaß zu spielen. Es ist auch kein Wunder, er hat keine Schmerzen, also es geht ihm in letzter Zeit wirklich gut. Verletzungen, die er in den letzten Monaten und Jahren gehabt hat, sind weg. Unglaublich toller Ball jetzt von Werner am Tisch mit der Backhand gegen Topspin. Was ist jetzt? Abgezogen. Weltklasse Ball. Und schon steht es 9:5 für den Niederösterreicher. Er trifft es heute einfach, kommt mit der. Also. Er hat sehr gutes Timing. Unglaublich. 11:5. Also dieser Satzball, der hat es jetzt in sich gehabt. 1:1 in Sätzen. Wir dürfen uns freuen auf einen spannenden dritten Satz. Weltklasse. Den können nicht viele den Ball. Am Weg zum Netz, am Weg zum Handtuch. Er nimmt die Flughand, kann sein. Weißt du nicht, vielleicht kommt etwas. Ferenc Kaschei und Werner Schlager. Kaschei ist ja auch der Weltmeister drinnen. Von Werner Schlager gewesen. Also dieses Team war schon sehr, sehr erfolgreich und ist es auch heute noch. Kaschei ist ja auch Bundestrainer des österreichischen Nationalteams. Schlager hat am Dienstag in der EM-Qualifikation gegen Griechenland, gegen Panagiotis Gionis, die Nummer 56 der Welt, gespielt und 3:1 gewonnen. Die Österreicher haben sich damit für die EM Ende März in Belgrad qualifiziert. Natürlich auch ein großes Ziel.
in der Saison von Werner Schwaben. So, zurück jetzt zu diesem Spiel. 1:1 in Sätzen. Und 2:2 jetzt in diesem dritten Satz. Werner spielt sehr, sehr gut. Er hat wirklich gutes Timing zum Ball, steht gut zum Ball. Und man merkt, er hat richtig Spaß. War ein bisschen weit zu weit hinten und hat den Deckel eben nicht mehr treffen können. Er darf sich auf jeden Fall nicht in die Halbdistanz drängen lassen. Returnfehler jetzt. Sehr gute Serviceannahme von Werner. Backhand fliegt über den Tisch. Service gut lesen können und sehr aggressiv gleich darauf geantwortet. Das ist ja seine große Stärke. Also er kann sich in die Gegner so gut hineinversetzen, wie kein anderer Spieler dieser Welt. Und er ist auch mental sehr stark. Das hat man beim WM-Titel 2003 gesehen. Also da war er mental auf alle Fälle der Stärkste. Und es scheint so, als will er diese Partie jetzt auch unbedingt gewinnen. Also er schenkt hier nichts her. Ich glaube, er hat sich im Kopf damit oder dafür entschieden. Dass er hier noch einmal alles zeigen will. 6:4 jetzt die Führung. Hier wieder sehr guter Backhand von Werner. Traum, wie er da über den Ball geht. Wunderschön gespielt. Hier jetzt die Führung, plus 4 der Vorsprung. Einer 2:1 Satzführung steht eigentlich nichts mehr im Weg. Bisschen zu lang serviert und gleich eröffnet von Chang Yuk mit Vorhand Topspin. Sehr gute Länge jetzt die Bälle von Werner. Vorhand wie auch Rückhand kommen fast auch immer auf die weiße Linie und da ist kein Kraut gewachsen. Genau. Für Chan Yuk. Wieder die Rückhand. Unglaublich, wie schnell der das Handgelenk. Er hat das Timing jetzt perfekt und er möchte jetzt jeden Ball wahrscheinlich mit der Backhand richtig sozusagen fressen und voll abziehen. Der zum Beispiel. Nicht immer funktioniert, muss man auch sagen. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Er hat 3 Setzbälle und bleiben ihm noch. 10:7 jetzt. Der Vorhands-Diagonalfehler. Bisschen zu weit. Ja, jetzt will er zu schnell abschließen, das Ganze. Er wollte nicht den Satz zumachen mit einem schönen Ball. Und das kann manchmal ins Auge gehen. Er soll wirklich konzentriert weiterspielen. Wie wird es jetzt angehen? Meiner Meinung nach den Return. Bin gespannt. Kommt auf Service an, aber. Er wartet auf die Fehler jetzt und entweder ein schöner Punkt oder er wartet. Und jetzt ist sehr gut. Gut gelesen. Er hat gewusst, dass ein langer Service kommt von Chang Yuk. Sofort umgestellt. Er hat den Ball erwartet. Sehr gut. Und damit 2:1 die Satzführung jetzt für Werner Schlager. Den ersten Satz hat er verloren.
die nächsten beiden Durchgänge gewonnen. Hier noch einmal. Er hat ein bisschen Glück. Das war der Ball von 10-8 zu 10-9. Aber ganz seitlich. Fährt in Mitte nicht so gut. Das stellt gut in den Druck. Fährt Vorhand oder ganz Rückhand. So genau wird kommt er über die Schulter. Er macht ja auch viel. Er kann nur die erste gute Qualität Retour blocken mit ein bisschen Spin. Und Ball springt ein bisschen komisch und dann hat er Angst. Dann macht er Fehler. Mehr Oberschnitt-Variation, vielleicht nicht verkehrt, wenn er vielleicht das nicht gut. Natürlich wäre es schön, diese Begegnung mit einem Sieg zu beenden und dass der SV Niederösterreich gegen Grenzau 3-2 gewinnt. Liegt jetzt an Werner Schlager. 2-2 in Sätzen. Der letzte und entscheidende Satz. Der letzte Satz, den wir heute. Der vierte Satz natürlich. Möglicherweise der letzte Satz, den wir heute an diesem Tischtennis-Nachmittag sehen. Sehr gut vorbereitet von Werner. Der parallele Topspin und dann nachgesetzt. Ein falscher Fuß erwischt, Chan Yuk, und dann sich das Eck ausgesucht. Hin und her in diesem vierten Satz zu Beginn. Kiff 2 jetzt die Führung. Sehr, sehr gut. Wirklich. Er kann die Bälle lesen, wo sie hinkommen, und spielt fast fehlerlos. Fehler jetzt. Der Ball landet im Netz. 4-6 jetzt der Rückstand. Es könnte auch hier einen entscheidenden fünften Satz geben. Bis jetzt deutet alles darauf hin. Hier haben wir die Eltern, die Mutter von Werner Schlager und der Papa im Vordergrund. Und dahinter war auch die Freundin Bettina Müller zu sehen. Ein bisschen ein Konzentrationsloch. So kurz die Verteidigung und der Angriff von Chan Yuk. 6 Satzbälle.
5 nur noch. Und es gibt ihn. Den entscheidenden letzten Satz. Also entweder es läuft heute alles klar, wie bei Schlager gegen Blaschik oder Hu gegen Blaschik. Beide Partien 13-0, oder es geht heute auf 5 Sätze. Also es ist auch in diesem Fall heute sehr, sehr spannend. Ein bisschen variabel spielen, dann erkannt das nicht so. So, das ist flach. Vorhand war, dann, wenn du Flugzeug und dann kannst du hier spielen, wie einmal er wollte umstellen und so. Das taktisch so. Und wenn seine Torsi manchmal gut ist, immer schnell nach vorne. Manchmal ist Täuschung, kann er kommt, warten schon hier, manchmal blocken, bisschen mit Überspiel parallel möglich auch. Und dann macht er Bewegung, Koordination Fehler. Noch ein bisschen noch konzentrieren, letzter Satz. Egal. Karl, welche Tipps würdest du jetzt Werner Schlager geben? Ja, ist sicher sehr schwer, ihm da jetzt Tipps mitzugeben. Man fährt das sehr richtig gemacht, er hat rein von der Taktik eben gesagt, was los ist, wie es zu spielen hat. Und da muss der Werner selber durch. Er hat es drauf, er spielt gut, er muss es einfach im Kopf jetzt den letzten Satz sich motivieren und gewinnen eben. Denn spielerisch hat er es drauf, also das hat man gesehen in den letzten Sätzen. Aber Chang Yuk spielt heute auch nicht schlecht. Also einen Hou Jintao 3-2. Wir nennen sowas bei uns einen Vogelspieler sozusagen. Er spielt auf und ab, trifft unglaubliche Bälle und dann macht er wieder Fehler, die eigentlich genauso unglaublich sind. Aus irgendwelchen Gründen. Jetzt spielt er seit dem vierten Satz eigentlich fehlerlos. Und Werner wartet eigentlich nur, was passiert und kann eigentlich relativ wenig machen. Und Ferenc Kaschei nimmt jetzt seine Timeout. Null zu viel der Rückstand, da muss jetzt aufpassen, das kann jetzt schnell gehen in diesem fünften Satz. Na, Ferenc will unbedingt das Match gewinnen. Und Werner wirkt schon ein bisschen müde, aber eher im Kopf. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, das ist das Problem. Ich weiß, das ist aber versuchst du jetzt. Die Konzentration ist null. Ich denke mir, ich mache zweimal Oberschnitt, mache zweimal Unterschnitt. Na klar, macht er zweimal Punkte. Das ist ein blöder Fehler. Okay, ein bisschen konzentrieren, das spielt keine Rolle. Du spielst gut und das ist gut. Ein bisschen konzentrieren. Ja, muss die Form konservieren fürs nächste Mal. Denkt schon wieder weiter. Aber genau wie ich gesagt habe, er kann sich nicht konzentrieren, weil er weiß, Semifinale ist erreicht und er steht gegen einen sehr gut spielenden Spieler an der Platte und sich da noch einmal zu motivieren, ist ganz, ganz schwer. Er ist im Kopf ein bisschen müde, aber das darf er jetzt sein. Er hat heute seine Pflicht erfüllt mit dem 13-0-Sieg gegen Lucian Blaschik. Hat damit einen wichtigen Sieg eingefahren für den SVS Niederösterreich. Seine Niederlage jetzt ist erlaubt. Ja, so ist es. Aber jetzt sehen wir noch einmal Tischtennis, Sport vom Feinsten. Hier das Ganze noch einmal unglaublich. Da blockt er den Ball richtig. Der Reflex von Chang Yuk, dass er den noch erwischt und dann der Reflex von Werner. Einmalig. Jetzt haben sie noch was für die Zuschauer, für das Publikum. Seitenwechsel jetzt. Im entscheidenden Satz. Die Waffe von Chang Yuk.
Jetzt sind wir in der Situation, wo Changhyuk 4-5 Punkte, also 4 Punkte in dem Fall führt. Und dann trifft er die Vorhand noch exakter eben. Die neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Die Begegnung SVS Niederösterreich gegen Zugbrücke Grenzau geht zu Ende. Der SVS Niederösterreich steht bereits im Halbfinale, meine Damen und Herren. Egal, wie dieses Spiel ausgeht. Ball hat sich jetzt etwas versprungen, ist nicht mehr hoch aufgesprungen und deswegen ist er unter dem Schläger von Werner durchgerutscht. Die Ball die Rückhand gespielt, eine Chance für Changhyuk. 5:8, minus 3. Vielleicht ist noch was drinnen. Jetzt hat er wieder den inneren Kampf mit sich, glaube ich, wo er sieht, es geht. Jetzt waren beide überrascht von dieser Serviceannahme. Sowohl der Werner als auch Changhyuk. Sehr lang gespielt jetzt. Obwohl keiner mehr damit gerechnet, dass der Ball tatsächlich noch kommt. Aber ich muss schauen, dass er das nicht schafft. Aber, ja, das habe ich Täuschung gemacht. Ich weiß nicht immer genau, wie viel Schnitt das er macht im Service. Weil er macht man wirklich sehr viel Oberschnitt, dann Seitenschnitt, sehr viel Unterschnitt. Da muss man aufpassen. Aber mit Täuschung kannst du. Was machen, ja, ich muss probieren mit Täuschung, weil sonst kommt die erste Bombe und das ist ein Wahnsinn. Ich ziehe da durch. 3000 km/h hat Werner Schlager gesagt. Also, ich glaube, so schnell ist es dann nicht. Nein, aber bis zu 160, 170 km/h schnell werden die Bälle schon. Also schnell genug. Schnell genug, genau. 7:8 aus der Sicht von Werner Schlager in diesem letzten Satz. Auf einmal kommt wieder die geballte Faust von Werner Schlager. Er weiß, er ist zurück. Und Changhyuk bekommt plötzlich auf einmal die Zitterhand. Ja. So wie ich gesagt habe, jetzt ist wieder Ausgleich. Changhyuk spürt Werner. Und der Vorhand kommt nicht mehr so wie bei 8:3 oder 8:4. Und auf einmal führt Werner Schlager zum ersten Mal in diesem fünften Satz. Gibt es eine Führung? Das ist die Schwäche von Changhyuk, dass er bei Gleichständen dann die Zitterhand bekommt. 9:9. Schade. Ein wichtiger Punkt war das. Ärgert sich Werner. Weil er wusste, das war eine gute Chance, Matchball zu haben. Eins ist jetzt fix. Es gibt jetzt einen Matchball. Nur für wen? Ich tippe für Werner Schlager. Und hoffe es natürlich. 9:9. Ja, mein Tipp geht leider nicht immer auf. Erster Matchball jetzt für Changhyuk. Ich hoffe, dass er das Service jetzt gut lesen kann. Er hat es jetzt schlecht angenommen und hat die Möglichkeit eben in Changhyuk gegeben, um vorhin zu spielen, aber schauen wir, was er jetzt macht. Sehr gut. Halblanges Service von Changhyuk und Werner hat die Möglichkeit eiskalt ausgenutzt und wehrt den Matchball ab. Auf einmal wirkt er wieder so entschlossen. Man sieht es ihm an im Gesicht, Werner Schlager. Auf einmal ist es ihm nicht mehr so egal, wie die Partie ausgeht. Natürlich, weil er jetzt so nah dran ist, jetzt will er es gewinnen.
Sehr gute Taktik gespielt, gutes Service-Überschnitt, erster Ball parallel in die Vorhand, wie es Ferenc ihm gesagt hat. Und wir haben Matchball, Karl. Matchball für Werner Schlager. Und ich hoffe, dass Chang-Yuk wieder halblang serviert und Werner zum Topspin kommt. Schade. Das war's nicht. Werner wollte kurz retournieren, ist ihm nicht gelungen. Chang-Yuk hat können den ersten Topspin platzieren. Also die beiden sorgen hier wirklich für ein dramatisches Ende. So soll es sein. Phänomenal gespielt von beiden. Wer braucht ihn dazu wohl nicht mehr sagen? Wer war dann vielleicht zum Schluss der Rallye zu weit hinten und hat dann nicht mehr den nötigen Druck aufbringen können. Zweiter Matchball für Chang. Das heißt wieder das Service gut lesen. Wahnsinn, sehr gut. Und wieder die Faust von Werner Schlager. 12 zu 12. Aus der Defensive. Mit der Vorhand gibt